Freunde der großen kleinen Bahn, wir werden uns heute im vierten Teil mal so ein bisschen mit dem Gleisbau beschäftigen. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, wie kriege ich die Gleise aufs Modul, sondern wie komme ich erstmal zu den Gleisen. Und wir sehen jetzt hier weiße und graue Schwellenbänder. Die weißen Schwellenbänder sind, ja, wie der Kollege immer schlecht gelaunt sagt, vom schlesischen Gebirgsbahn Mario, der also diese Weichen entwickelt hat und gezeichnet hat und gedruckt hat. Die grauen sind von mir. Und da schauen wir gleich mal, wie das mit dem Druck so abläuft. Ist auch wieder ein bisschen schneller gedreht. Also der Drucker hat ja seine Arbeit gemacht. Auf dem Druckbett sind jetzt die sechs Schwellenbänder. Die werden jetzt hier abgemacht. Ist nochmal in die Kamera gehalten. Wobei dann auffällt, dass es nur fünf Schwellenbänder sind und nicht sechs, wie ich es entgegen dem, wie ich es vorhin erzählt habe. Also sind es dann anderthalb Gleisjoche. Die werden dann hier na, ein bisschen gesäubert mit Isopropanol und dann muss man die sehen, dass man sie hier irgendwie zerstörungsfrei von dem Druckbett abbekommt. Druckbett sauber machen. Das hat ja alles im Harz gelegen. Man hätte auch mal ein paar Handschuhe anziehen können. Aber naja. Ja, dann Hände abwischen, habe wieder drauf. Und die nächsten fünf Schwellenbänder drucken. Das ist natürlich, also ich bin glaube auf 15 Meter Gleis gekommen. Also habe ich errechnet, ich habe aber bei weitem nicht so viel gedruckt, trotzdem hatte es fast gereicht. So, es gibt dann immer so zwei Waschebenen, ne? Also das sozusagen fürs Grobe, da sieht man schon, das ist total trüb und grau. Und dann wird das mal noch ein bisschen genauer gewaschen. Die Dosen wieder zu, das Isopropanol, das riecht doch recht intensiv. Hier brauchen wir einfach ein bisschen schütteln und dann wird das da drin sauber. Dann geht es auf meine Terrasse. Ja, ich könnte mir es einfach in die Sonne legen, aber ich habe es jetzt hier halt in meinem Belichtungseimer. Also zum Teil, weil ich, das muss ja schnell gehen, also zum Teil gibt es da diesen Eimer zum Belichten und zum Teil gibt es dann hier dieses Gerät, was da daneben steht, was eigentlich so für irgendwelche Fingernägel-Kunstwerke ist. Na, das geht natürlich, sofern das drunter passt, für den 3D-Druck genauso. Und man sieht hier 120 Sekunden. Und ab geht die Post. Ja, und dann wird das belichtet. Einmal oben, einmal unten. Und fertig ist das Ganze. So sieht es dann aus. Das ist hier dieser Belichtungseimer, wird ein bisschen nachbelichtet. Man sieht es jetzt hier nicht, dass da ultraviolettes Licht da abgestrahlt wird. Ja, und so sieht es dann aus. Wird es dann ausgelegt. Und naja, dann muss man in diese Schienenprofile, also in diese, nicht Schienenprofile, Schienenprofile muss man dann dort in diese Schwellenbänder dann einführen. Das geht je nachdem, wie es konstruiert und wie es gedruckt ist, mehr oder weniger gut. Also man sieht, das ist hier kein Hexenwerk. Das ist also bei den Anfängen, die ersten Gleise, die ich da gemacht habe, das war also ganz fürchterlich, da die Profile reinzukriegen. Und da haben wir aber eben nicht viel gemacht. Hier sieht man, das Gleis ist hier auch schon abgeklebt.
Hier füllt sich der Bahnhof so allmählich mit Gleisen und Weichen. Es wird alles ausgerichtet, korrigiert und Profile eingezogen, auch um erstmal so die Weichen an ihrer Position zu fixieren. Ja, soweit erstmal dazu. Wir schauen jetzt mal noch etwas zurück. Und zwar bevor die Gleise in den Drucker kommen, müssen sie erstmal gezeichnet werden. Ja, was haben wir hier Schönes? Wir haben jetzt hier sozusagen die virtuelle Variante. Und die orangene, also das Gleisjoch, was wir hier sehen mit den orangenen Schwellen, das ist das, was wir dann letztendlich gedruckt haben. Ja, das ist ein sächsisches Gleis, das nennt sich 5a, das ist die Norm, nachdem das gebaut ist. Wir haben hier oben dieses graue Etwas, das stammt noch aus Zeiten, wo ich also die Schwellen einzeln verklebt habe mit dem alten Drucker. Da musste man die noch so ein bisschen schräg drucken, damit also da alle Details wirklich auch kommen. Das ist heute nicht mehr notwendig. Also mit dem aktuellen Drucker kann man hier so ein Gleisjoch, wie es hier abgebildet ist, im Ganzen drucken. Im Ganzen drucken ist ein bisschen schwierig, weil das ist im Vorbild 7,5 Meter. Das Gleisjoch ist allerdings im Vorbild 15 Meter lang. Das heißt, so ein Stück, was wir hier sehen, also das mit den roten oder mit den orangen Schwellen, ist also immer ein halbes Gleisjoch. Es passen 6 Stück auf das Druckbett und diese hat man also am Ende 3 so eine Gleisjoche. Wir schauen uns hier mal diese Schwelle noch etwas genauer an. Na, wenn wir hier so schauen, das ist also, es gibt 2 verschiedene Bauarten. Diese blaue Kammer ist leider ein Fehler von mir, die ist zu schmal geworden. Na, es gibt also die grüne, dann gibt es noch eine, die ebenso ist wie die grüne, nur ein kleines bisschen dicker. Die fehlt jetzt hier, weil ich mich hier leider ein bisschen vermessen habe. Das ist quasi, man stellt sich das vor, man hat einen Baum und sägt quasi hier oben und unten ab und hier an den Seiten nur die Rinde ab und fertig ist die Schwelle. Während das, was wir dann letztendlich genommen haben, eine bisschen, naja, höherwertige Schwelle ist, wo man praktisch wie heute da so einen viereckigen Grundkörper hat, wo allerdings hier noch oben ein bisschen abgeschrägt wurde bei der Sächsischen Staatsbahn. Ja, die Kleineisen, die haben hier oben solche Spitzen. Das ist normalerweise nicht. Das ist so ein bisschen bei mir konstruktionsbedingt. Der Drucker druckt es aber nicht mit. Na, also da ist die Spitze weg und dann stimmt eigentlich mehr oder weniger wieder alles. Wenn irgendwann mal die Drucker eine höhere Qualität haben, dann muss ich hier meine Gleise nochmal überarbeiten. Ja, so viel zu der Konstruktion. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Arbeit mit Tinkercad eingehen. Dazu gibt es eigentlich schon genug Videos. Ich kann, wenn es gewünscht ist, das auch gerne mal zeigen. Das ist eigentlich das einfachste CAD-Programm aus meiner Sicht, was es gibt. Ja, letztendlich läuft das bei Tinkercad so, dass man also irgendwelche geometrischen Körper nimmt, ne? Man hat also hier den Würfel, den man dann natürlich verändern kann. Dann diese schraffierten ist also, wenn ich da Sachen Bohrung anbringen möchte an den Körpern, dann kann ich die praktisch hier in andere Körper hineinlegen, die miteinander verbinden. Also es ist das einfachste, aus meiner Sicht das einfachste Programm für einen Einstieg. Nachteil, wenn ich etwas exportiere, kann man es danach im Prinzip nicht wirklich weiterverarbeiten. Ne? Es geht, aber es geht mit großem Aufwand. Also meine Kollegen, die beschweren sich da immer andauernd, wenn ich dann Tinkercad benutze, dass die also das nicht mehr verändern können. Ja, soweit erstmal zur Theorie. Kommen wir zurück in die Praxis. Das nächste ist dann, die Gleise an den Modulenden zu befestigen. Dazu werden dann so kleine Messingbolzen genutzt, wofür jetzt hier gerade die Löcher gebohrt werden. Ich habe das Ganze jetzt mal wieder etwas schneller gedreht, dass wir hier, dass das Video nicht so lang wird.
Dann werden hier diese Messingbolzen hier eingesetzt. Da werden dann die Gleisprofile dann drauf aufgelötet. Hier nochmal ein Blick von oben. Und hier im weichen Bereich, zumindest im unteren Teil. Ja, und das ist jetzt für heute unser letztes Bild, was wir sehen. Wir haben hier eine fast fertig montierte Weiche. Wir sehen jetzt hier nur noch, dass die Zungen fehlen. Das sind ja Gelenkzungen, die werden dann, da ist praktisch unter der Zunge, wird also auch so ein kleiner Bolzen angelötet, der hier in das Loch reingesteckt wird. Und von unten kommt dann ein Draht dran, dass diese Zunge mit Strom versorgt wird. Das soll eben nicht vom Gleis erfolgen, also vom anliegenden Gleis, weil das einfach zu unzuverlässig ist. Ja, und mit diesem Bild möchte ich mich von euch für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ein Like wäre schön, ein Abo wäre noch schöner und das tut auch meistens nicht weh. Und in dem Sinne, einen schönen Abend, macht was draus.